Ein herzliches Willkommen zu LS22 hier beim Projekt Farmers Tagebuch. Ja, es geht wieder weiter. Ja. Feld endlich abgeerntet. Und jetzt guckt man auch noch schnell, dass wir dann. Wo sind wir denn hier? Ach, hier, hier oben sind wir. Ich muss ja hier runter. So, dann hängen wir Schneidwerk um, hängen wir alles ab. Stellen schon mal zu mir rüber, weil ich nicht weiß, ob er dann da drüben weitermachen will oder nicht. Oder wie oder wann. Ich mache immer erst Kundschaft und dann meine eigenen Felder. So, tut das mal gut aus dem Drescher zum Rauskommen. Ja, dachte ich mir, die sind doch an da oben. Ah, jetzt sind sie aus. Was haben wir denn hier alles? Hafer. Hafermehl. So, dann fahren wir ihm das Zeug rauf. Ihm sein LKW lassen wir gleich oben. Den wir jetzt nicht großartig rummachen mit dem Klump. Soll er selber runterfahren. Soll froh sein, dass ich ihm das Zeug heimgefahren habe, die Ware. Nee, mal dann. Nee, ganz Schmarrn. Mal aus dem Schmarrn wieder raus jetzt. Wir helfen immer zusammen. Über 300.000 Liter. Es sind 306.383 Liter, was hier runtergegangen ist. Von dem Fell. So, jetzt wenn ich auch das abgekippt habe, muss ich noch mal ein bisschen was bei mir am Hof machen. Ich kann nicht immer nur dreschen und andere Zeugs machen, ich muss mal bei mir auch was tun. Deswegen schnell hoch, schnell abkippen und schnell wieder runter. Der Mist ist voll, da kann nichts mehr produzieren. Zwischendurch? Ja, zwischen den Blumenkübel durchgefahren. Wunderbar. Oh, Falter G-Serie? 45 PS, zu wenig. Brauch mehr PS.
fahre ihm das Zeug noch rein. Ach Leute, warum denn immer über den Kornschieber? Haben wir mal nicht so. Mal ist es am Malte seine Aufgabe. Zu. So, ich muss aber Mist laden. Bremsen, tanken. Jetzt kann ich umdrehen. Tank mal schnell. Kostet auch wieder 1000 Euro.
kosten momentan der LKW Diesel. Boah. 2,45. Boah. Und Leute, das ist keine Fantasiezahl, das wird uns nächste Woche erwarten. Oder die Woche noch. Jetzt geht's. Mein Schatzi, mach jetzt noch die letzte Folge und dann bin ich gleich hinten bei dir. Okay? So, schauen wir nochmal schnell die Produktionen durch, was zu tun ist. Einmal umlagern, einmal auslagern. Dünger könnte ich vielleicht noch runterfahren, wenn ich es schaffe. Also Mist einmal umlagern. Also bei meinem Schatz wird ein Jahr reichen. Gehen wir jetzt hin. Hi, Ed, hi, Sputzi. Jetzt geht's rund. Ed, hi, Sputzi. Oh, Mann. Jetzt stehen wir da und ihr schaut mir beim Mist zu aufladen zu, oder? Konzentriere mich. Bin voll konzentriert. Du bist da ein bisschen am Vogelhund, du warst erst. So haben wir nicht gewählt, wir zwei. Aber wo ist denn da noch drin? Ach du liebe Güte. Die war komplett voll. Hmm.
Die Fähre umlagern. Auslagern, umlagern. Entlagern. Wie viel waren es Dünger? 241.000. Ja. Jetzt häng halt nicht fest, oder? Geht doch. Wahnsinn, was wir Dünger produzieren. So, dann fahren wir noch schnell Silage zur BGA. Und danach noch schnell Saatgut heim. Boah, die Bienen sind ja verrückt, die Spinnen ja. Guck dir an, was da schon wieder drin ist. Leck. Ach, den Mist können wir auch mal abfüllen. Oh mein Gott. Oh, Hilfe. Jetzt ist aber mal gut, gell? Platz. Schickt ihr's? Ist da zum Aufladen, ey.
viel war drin nochmal gesagt? Oh ja, Scheiße, was das produziere ich wieder 2000 Liter Mist drin, ja, gerade ausgeleert. Da. Der ist leer. So, schauen wir mal. Rein damit mit dem guten Zeug. So, dann lagern wir noch Saatgut um. Ich glaube, wir haben diesmal gar keine Gerste angebaut. Oh, 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 das ist nicht gut. Sondern hier auch Hafer. Oh nee. Man hätte das ahnen können, dass die Produktion so schnell läuft. Mist. Ich habe keine Gerste angebaut. Denke ich mal. Das war nicht gut. Ach schön, das rote selbstproduzierte Saatgut. Aber wir haben dieses Jahr echt ein Problem. Wir haben keine Gerste anbaut. Ja, das, wenn ich gewusst hätte, haben wir überhaupt noch Gerste eingelagert? Ja, 17.000 Liter, ein bisschen kann ich noch überbrücken. Ein klein wenig kann ich überbrücken, aber nicht viel. Da war's Gerste. Brauch mal, muss überbrücken.
so schnell laufen, das Ding. So, haben wir das auch wieder. Haben wir überhaupt die noch fort? Oh oh. Kein Stroh. Kein Stroh. Ich glaube, die brauchen auch alles. Da drin. Darf ich nächstes Mal auch gleich machen. Milch 110.000 Liter, das ist voll. Ja, Wahnsinn. Ein Wahnsinn. 231.000 Liter Gülle. So, fahren wir ihn noch hier rauf zum Hof, dann haben wir wieder einen Tag geschafft. Heute machen wir nicht mehr viel, den stellen wir jetzt noch ab, dann schauen wir noch schnell unten bei den Kühen vorbei. Und dann war es das erstmal für heute wieder. Aber komplett. So, was brauchen wir jetzt alles? Was sagt denn die Übersicht? Stroh brauchen wir, Heu brauchen wir. Also jedenfalls innen drinnen. Heu, glaube ich, brauchen wir hinten auch, oder? Beim Futterroboter. Oh ja. Oh ja, eine Silage hätten wir auch gebraucht. Ne, Silage nur 20.509 Liter da. Aber dürfen wir auch produzieren. Nächstes Mal Tiere ab dem Vorrang. So, dann. Aber noch genug im Futterdruck drin, da kann man erstmal einen Tag noch überbrücken. Ich würde sagen, das war's dann erstmal für heute. Danke fürs Zuschauen, allgemein für YouTube und für den Stream heute. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal dann und tschüss und ciao.